Leute, ich bin zurück. Zurück aus dem Urlaub auf der wunderschönen Insel Rhodos und endlich wieder daheim. Yay, Montag endlich wieder arbeiten. Na, wie war der Urlaub? Zu kurz. Ich hoffe, ihr habt die Zeit ohne Content von mir gut überstanden, aber da ich mein Hirn auch nicht bei 40 Grad in der Sonne ausschalten kann, ist mir im Urlaub die Inspiration für das heutige Video gekommen. Geflogen bin ich nämlich mit ein paar Freunden. Ja, ich habe auch echte Freunde, die ich nicht mit Gamertag anspreche und im echten Leben auch treffe. Das Ding ist nur, die sind keine Gamer. Oh no! Oh no! Bevor wir also zu unserem regulären Content rund um Gaming-News und Analysen zurückkehren, dachte ich mal, ich mache ein kleines Ich-bin-zurück-aus-dem-Urlaub-Video und untersuche mal den Unterschied zwischen Gamern und Nicht-Gamern im Urlaub. Disclaimer L haben hier folgende Inhalte, sind natürlich überspitzt dargestellt und keineswegs wie Gamer in Wirklichkeit im Urlaub sind. Oder? Fangen wir mal mit der Erwartungshaltung und der Planung an. In unserer Achtergruppe haben wir gemeinsam ausdiskutiert, wohin wir eigentlich reisen wollen. In den Raum geworfen wurden Locations wie Kroatien, Spanien, Griechenland oder Gamescom. Ratet mal, von wem der letzte Vorschlag kam. Mit einer überraschenden Abstimmung fiel die Auswahl 7:1 gegen die Gamescom und es wurde am Ende Griechenland. Genauer gesagt, Rhodos. Naja, konnte ich akzeptieren, immerhin kann ich in Griechenland dann mich auf die Spuren begeben von Assassin's Creed Odyssey. Nur, dass Rhodos eine der Inseln ist, die in Odyssey leider nicht vorkommen. Naja, ich habe meine Trauer zurückgesteckt und mich ans Packen gemacht. Was packt ein Gamer eigentlich für den Urlaub? Laptop, Steam Deck, Controller, Rechner, Konsolen, Festplatten, Bildschirme, Akku, Kabel, Streaming Equipment. Aber obwohl ich nur eine Unterhose mitgenommen habe, habe ich das Ganze nicht in den Koffer gekriegt. Also musste ich mich eben nur mit einem Laptop zufrieden geben, aber der reicht ja wohl zum Zocken am Strand, oder? Bei Ankunft musste ich allerdings feststellen, dass keiner meiner Kumpanen Gaming Equipment mit dabei hatte, Multiplayer war also raus. Auch das Internet auf der kleinen Insel und in unserer Unterkunft hat nicht unbedingt die 1 Gigabits erreicht. Ich musste mir also eingestehen, dass ich jetzt eine ganze Woche ohne Gaming klarkommen muss. Aber ähnlich wie Bilbo machte ich mich bereit für ein Abenteuer und dachte, ich probiere es mal aus, dieses Real Life. I'm going on an adventure. Dann hörte ich aber den schlimmsten Satz, den man hören kann, egal ob Gamer oder nicht, wenn man im Urlaub entspannen möchte. Wann stellen wir eigentlich den Wecker für morgen? No, God, please, no, no, no! No! Diesen Schock verarbeitet, fiel mir der nächste Unterschied zwischen Gamern und Nicht-Gamern im Urlaub auf. Die Tagesgestaltung. Bei der ganzen Zeit, die ich sonst in Innenräumen verbringe, musste ich aufpassen, in der Sonne nicht zu zerfließen. Mit vereinzelten Tagen bei über 40 Grad fühlte ich mich wie Sam Fisher, als ich von Schatten zu Schatten flüchtete. Aber gewöhnt man sich langsam erst an dieses natürliche Licht anstelle der Blaulichtüberflutung auf unserem Bildschirm, konnte ich auf den Genuss dieses Real Lives kommen. Grafik 10 von 10? Gameplay? Egal, wunderschöne Strände und Buchten, eine Bootstour rund um die Insel, das Erklimmen einer Akropolis macht auch uns Gamern Spaß. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich lasse uns Gamer ziemlich schlecht aussehen, also hier nochmal die Erinnerung, ist alles nur ein Späßchen, wir sind durchaus in der Lage, auch eine Woche ohne Zocken zu überleben, aber keineswegs länger. Wo wir uns aber alle einig sind, egal ob Gamer oder nicht, ist das Essen. Kulinarisch haben wir es uns echt gut gehen lassen. Zuerst war ich geschockt, dass es auf der Insel kein Lieferando, Uber Eats oder Volt gab, aber, und ich glaube nicht, dass ich das sage, so ein griechischer Salat kann was. Wenigstens einen Highscore habe ich also im Urlaub geknackt, den auf der Waage. Okay, ich habe jetzt hier eine Waage stehen und jetzt gucken wir mal, wie das Ergebnis so aussieht. Okay, jetzt kommt aber was Cooles. Wie ihr wisst, bin ich ja ein großer Hades-Fan. Also das Game. Weswegen gerade bei den Sehenswürdigkeiten und dank Assassin's Creed Odyssey man echtes Wissen beisteuern kann. Nur war mein tolles Fachwissen nicht ganz so beliebt wie gedacht. Was ist eigentlich der Koloss von Rhodos? Das ist eine Statue, die dem griechischen Sonnengott Helios gewidmet war. Wahnsinn! Wow, du bist danke, so schlau! Danke, ich liebe dich! Ich will ein Kind von dir! Das ist eine Statue, die dem griechischen Sonnengott Helios gewidmet war. Okay, cool. Naja, bei so viel Aktivität blieb aber nicht viel Zeit, sich darüber zu ärgern, denn es hieß... Nicht bummeln, danke schön. Nicht bummeln. Ich wollte auch die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, euch Hades zu empfehlen. Grandioses Spiel, müsst ihr zocken. Wisst ihr aber, was richtig schwer war?
da im Urlaub nicht viel Zeit war, die neue Folge von House of the Dragon zu gucken oder das Staffelfinale von The Boys, konnte ich meine Internetsucht auch nicht wirklich befriedigen, weil jedes Mal, wenn ich Twitter geöffnet habe, wurde ich direkt von Spoilern erschlagen. Aber ich muss auch sagen, das Ganze hat echt gut getan. Ich habe euch natürlich vermisst, liebe Community, deshalb freue ich mich, nächste Woche direkt wieder mit Videos durchzustarten. Da ich aber gerade erst angekommen bin, gibt es heute eben kein vollwertiges Video. Ich wollte mich einfach mal wieder bei euch melden. Den Streamingplan für kommende Woche schicke ich euch morgen auch in den Discord-Server. Das heißt, wir sehen uns auch demnächst wieder live. Ich bin auf jeden Fall mit voller Energie zurück, habe einiges an Gaming-News verpasst, wie ich feststellen musste. Darunter die, naja, eher magere Resonanz auf Concord. Aber ich bin bald wieder up to date, versprochen. Falls ihr also bereit seid für die kommenden Videos, dann freue ich mich, euch bald wiederzusehen. Denkt ans Liken und Abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann sehen wir uns demnächst im Stream. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.